Seeing the light that's changing, reflecting all your hopes and dreams. You're still searching. Servus, ich bin der Lukas, Lukas Barmesreiter, ich spiele Posaune. Ich heiße Thomas Kreiderer und spiele Tenorsaxophon. Mein Name ist Christoph Kundner, alias Giko, und ich spiele die E-Gitarre. Ich bin der Chris Hauser und ich spiele ebenfalls E-Gitarre. Ich bin die Mimi Schmid oder Miriam, und ich bin die Sängerin. Ich bin der Christoph Pfister und bin der Percussionist. Mein Name ist Simon Strobel und ich spiele das Altsaxophon. Und mein Name ist Christian Larese und ich spiele Keyboard. Ich bin der Xaver Schutti und ich spiele Trompete. Ich bin die Anna, ich spiele E-Bass. Mein Name ist Sam Siefert, ich bin der Ensembleleiter, Komponist und Schlagzeuger. Ich habe in Innsbruck gelebt und mich da in die Musikerszene eingearbeitet. Es hat eine legendäre Session gegeben im Early Bird Club in Innsbruck. Das war eigentlich dann schon ziemlich die Richtung vom jetzigen Ensemble Project. Also mit größerer Besetzung, mit Bläsern. Und als ich dann für das Masterstudium nach Bielefeld zurückgegangen bin, habe ich mir überlegt, eine Platte zu machen, wo ich Komposition von mir mit der Innsbrucker Szene vertone. Zuallererst hat es dieses eine Projekt vom Sam gegeben, sein Album Of Where We Are and How We Got So Far. Und da hat uns beide gefragt, ob wir da mitspielen. Aus dem ganzen Projekt, wo auch mehrere Bassisten, mehrere Gitarristen, mehrere Trompeter und Musiker dabei waren, hat sich dann eine Band mit jeweils einer Person am jeweiligen Instrument herauskristallisiert. Ich will es jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, ich war einer von den Ersten, die er da gefragt hat. Zumindest am Keyboard. Sam erzählt immer gern die Geschichte, dass er mich am Anfang vergessen hat, als er das erste Album aufgenommen hat. Genau, aber da bin ich dann zufällig, dadurch, dass eine Sängerin ausgefallen ist, dazugekommen. Und dann hat sich der Sam dazu entschlossen, mich in das Ensemble mit einzubinden. Und das kam allerdings von einigen jetzigen Ensemblemitgliedern, die gesagt haben, hey, das könnten wir auch mal live aufführen. Und da haben wir dann uns dazu entschieden, das gemeinsam zu machen. Der Sam hat mich eben gefragt, ob ich da dabei sein will, und ich habe das Angebot freudig angenommen. Ich habe den Sam eigentlich über Instagram kennengelernt und bin so irgendwie in das Ensemble reingerutscht, weil einfach Not am Altsaxophonmann war. Ich habe mir gedacht, boah, da gibt es jemanden, der schafft, so tolle Musiker zu vereinen und die alle zusammen unglaublich tollen Sound machen, und da würde ich einfach gerne ein Teil davon sein. Eigentlich von außen schaut es aus für uns, als wäre es wahllos zusammengewürfelt, da es alles Kontakte von Sam sind und teilweise nicht von uns selber. Und das ist das Spannende, dass jeder aus so einem anderen Background kommt dann wieder. Für mich ist es eine ganz andere Experience, mit 11 Leuten in einem Ensemble gemeinsam zu spielen, weil für mich eigentlich bis jetzt nur diesen zwei Extreme existiert haben. Entweder spielt man in einer kleinen Quartett- oder Trio-Besetzung oder gleich in einer Big Band. Und da kenne ich eigentlich kaum jemanden in der Gegend, der so Arrangements komplett schreibt für seine Besetzung. Und das ist sehr interessant, musikalisch, persönlich, auf jeder Ebene, würde ich sagen. Ich glaube, das Besondere ist, dass ich eine große Freiheit schaffe, weil ich einfach keine Vorgaben gebe. Ich sage dazu gerne Soft Leading. keine Ahnung, wo ich das her habe. Vielleicht habe ich mir das selber frei erfunden. Aber er bringt die Songs mit und die Message und vielleicht auch den Vibe. Aber dann kann alles passieren.
jeder kann sich einbringen mit seinen Gedanken, mit seinen Ideen, mit der Art, wie er improvisiert, wie er mit gewissen musikalischen Dingen umgeht. Und das finde ich einfach voll schön, wenn aus der Musik dann was Gemeinsames entsteht. Es ist auf alle Fälle durch einen guten Spirit gekennzeichnet. Es sind ein Haufen, sage ich mal, Spinner, die insgesamt in einem guten Spirit zusammenkommen sind. Es hat auf jeden Fall den Jazz-Spirit, dass die Musik sehr interaktiv sein kann zwischen den einzelnen MusikerInnen. Aber es ist kein Jazz-Jazz in dem Sinne, dass es verkopfte Musik wäre. Es ist eigentlich Musik, die raus will und sich bewegen will und sehr zugänglich ist auch vom Sound her. Alles, was der Sam komponiert oder aussagen will mit seiner Musik, hat einfach Tiefgang und eine starke Message. Aber so eine Message verpacken, also mit so kritischen Texten, die der Sam ja unglaublich gut schreibt, der sich auch sehr viel mit Themen auseinandersetzt und eben alles ein bisschen reflektiert, und nicht nur ein bisschen, sondern in einem sehr hohen Ausmaß, ist für mich eine Kunst. Und wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kann es sehr viel nochmal bewirken. Das Projekt gibt es jetzt seit circa 2 Jahren, oder das Ensemble. Und es hat bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wirklich ein Live-Konzert gegeben. Also der erste Auftritt da in Reda war für uns alle eine Premiere. Es war eine große Euphorie, es war eine fantastische Energie im Roadhouse und wir waren, glaube ich, alle on fire, das jetzt mal live aufzuführen und wussten aber gar nicht, was uns erwartet. Okay, ja, das wären coole Konzerte, aber es wären Konzerte in einem Sitzraum, also die Leute sitzen auf die Stühle und es wäre ein feines Konzert, aber dass das nachher richtige Partys werden, so wie es jetzt die letzten Konzerte war, also mit dann habe ich eigentlich null gerechnet. Man hat sich nie gesehen, man hat nie zusammengespielt und dass das jetzt passiert, ist, glaube ich, deswegen explodiert es auf der Bühne momentan so. Dass man endlich wieder vor Leuten spielen kann und vor allem auch das zu sehen, was man in den Leuten auslöst. Die Freude, die Energie, das Tanzen, das ist schon ein unglaublich gutes Gefühl und ich glaube, deswegen war das so besonders. Wir haben sehr, sehr viele nette Menschen getroffen und waren so hilfsbereit. Wir sind vor alle Ecken irgendwie unterstützt worden. Man ist sehr wie in einer Familie irgendwie aufgenommen worden. Man hat eigentlich von Konzert zu Konzert gemerkt, wie die Nummern, die wir hier neu erarbeitet haben, wieder immer intuitiver dann funktioniert haben. Wir sind eben ziemlich alle sehr eigenwillig und spielfreudig, mit einem Haufen Spielwitz ausgestattete Musiker, die sich gegenseitig ganz gut hinaufschaukeln können. Und das ist eigentlich von einem Gig zum anderen immer mehr geworden. Das finde ich auch so spannend an der Musik, dass einfach jeder Auftritt einfach einzigartig ist, dass man nie genau dasselbe macht. Ich glaube, die Band ist so sehr zusammengewachsen, wie nicht viele andere Bands kennen, die wirklich so eine gemeinsame Energie auf der Bühne jetzt haben, nach diesen ersten Konzerten. Und also nicht nur musikalisch, sondern auch einfach menschlich ist da wirklich viel passiert in den letzten Tagen. Ein Wort. Jeder eins. Der Sound des Ensembles ist Gefühl. Emotional. Freiheit. Freedom. Jazz-Sahne. Energiegeladen. Energetisch. Unity. Hurtigurti. Unvorhersehbar. Unbeschreiblich. Das ist nicht schlecht.